Leute, mein Name ist Rafo Khan, das ist meine Dokumentation, Rafo in Pakistan. Also ich bin jetzt gerade hier in Pakistan, Rabwa, und es ist etwa schätzungsweise jetzt 3:30. Wie ihr seht, können Sie sehen, wie schön es hier ist, das ist die wahre Natur. Es ist etwa 35 Grad im September, also Ende September ungefähr schon. Und ich wollte euch einfach mal zeigen, wie es läuft in Pakistan. Ich bin bestens ausgerüstet, ich habe einen Kameramann bei mir. Ich habe ein Motorrad, also eine 170, gar nicht mal so schlecht hier. Ist auch nicht so sehr neu, also neu, habe ich mir ausgeliehen von Kollegen. Und die Sache ist noch, ich hätte hier so viele Sachen euch zeigen können, was ihr aber in Deutschland, in ganz Europa eigentlich gar nicht mehr sehen könnt. Und ich wollte euch mal zeigen, wie viel Spaß man haben kann im Pakistan. Das hier ist ein Maisfeld, ganz jung noch. Ganz viele verschiedene Bäumearten, alle sind schön grün. In so einer Hitze eigentlich unmöglich. Hier sind viele Vögel am Fliegen. Viele abgestorbene Bäume, seht ihr auch hier Bäume. Und das ist Isan Bai. What is this? It's a college. It's a college. Is it old now? Is it working? Yeah, very old. Very old. Ihr seht, ist hier ein ganz altes College, was gar nicht mehr existiert normalerweise. Das heißt Talim Islam College. Es ist alt, es ist ein altes Gebäude. Also eigentlich schon Schnee von gestern. Mal schauen, was weiterhin so gibt's. Und das hier, wo wir jetzt gerade hier laufen, ist dieses College, was ich gerade euch erzählt habe. Das war von dem Nobelpreissieger aus Pakistan in Physik. Er war der Erste, der sowas hier bauen durfte. Aber dann, da der Staat dagegen war, haben die das übernommen. Und wie ihr seht, ist daraus Scheiße geworden. Einfach nur ein scheiß altes Gebäude. Also wie man sieht, es ist wirklich schon eine traurige Sache. Ja, was Schönes geworden hier. So, ja, ich bin schon seit 2-3 Tagen hier. Und ich lerne immer wieder neue Sachen dazu. Eigentlich sind wir im Dorfgebiet gerade. Das ist weniger Stadt. Ja, und da kann man nochmal sehen, diese ganzen Felder und die ganzen Dörfer halt. Ne? Also zu Leuten, wir versuchen auch später ein paar richtig interessante Tiere zu finden, wie Skorpione. Und wenn wir auch Glück haben, vielleicht Schlangen, wer weiß. Alles klar. Und das hier ist ein Labor, das gehört auch zu diesem College hier. Wie ihr seht, ist das hier ein Helikoptermotor. Damals haben wir den Helikoptermotor also hier rein, also gebracht, damit die Studenten halt lernen können über die Physik und so weiter. Also es ist kaum zu glauben, aber das hier ist eines der besten Labors gewesen in Pakistan. Also der war von, also wie gesagt, Nobelpreissieger, ne? Wie ihr sehen könnt, if you can zoom to the animals there. Wie ihr seht, sind da ganz viele verschiedene kleine Bienenarten. Die gibt es bei uns in Europa nicht. Die sind knallgelb. Und glauben Sie mir, wenn die euch mal stechen, dann wisst ihr, was Schmerzen bedeutet. Verdammt giftig.
Okay Leute, wir haben uns erwischt. Schaut euch das mal an. Da oben ist eine dicke, fette Echse, aber richtig fett. Tut mir leid, ich habe keine Ahnung von Biologie. Ich weiß nicht, was für ein Tier das da oben ist. Aber wirklich eine dicke, fette Echse. Wie ein Drache, like a dragon, you know? You can zoom it, try to zoom. Alles klar, Leute. Ich glaube es. Und glaub mir, it is not fake, is it real? Wir versuchen das Tier jetzt ein bisschen zur Bewegung zu bringen, indem ein Kollege step away, step away.